Baumann und Younes Abdelhamid. Fußball. Mit Fans im Stadion. Die Gäste von Stade de Reims. In den roten Trikots von links nach rechts. Die TSG gewohnt in Blau von rechts nach links. Die frühen Gegentore. Ich habe es schon angesprochen, die müssen unbedingt abgestellt werden. Gerade zu Saisonbeginn. Und die offensive Durchschlagskraft sollte auch dann nochmal ein bisschen erhöht werden zu dem, was wir bisher gesehen haben. Und die TSG macht früh Druck und schnappt sich direkt mal den Ball. Und Larsen da im Block. Frühes, druckvolles Agieren, das ist geplant bei der TSG. Auch taktischer Art. Sehen wir dann auch gleich hier, das soll sich auch so in der Bundesliga dann fortsetzen. Entsprechend gilt es, das natürlich in Testspielen auch umzusetzen. Das hier ist Predrag Rajkovic, höchster Marktwert im gesamten Team. Und das als Torhüter. Nicht selbstverständlich der serbische Nationalkeeper. Oliver Baumann, das erste Mal am Ball. In den vergangenen beiden Spielen, in den Testspielen, ist er ja noch nicht zum Einsatz gekommen. Hat viel an sich gearbeitet, um fit zu werden für die Saison, die jetzt ansteht. Ja, und die fehlende Praxis sieht man dann halt auch in solchen Kleinigkeiten, aber genau dafür sind ja diese Testspiele da. Poguma mit gutem Einsatz, gute Übersicht. Heute doppelt Innenverteidigung aus Vogt und Akpoguma. Hier haben wir nochmal Oliver Baumann, der auf 2 Wochen seines Urlaubs sogar verzichtet hat, um da hart zu arbeiten in der Reha. Brun Larsen. Ja, das hätte man aus meiner Sicht schon auch pfeifen können. Brun Larsen bleibt da am Bein von Wout Faes hängen. Dem Belgier in der Innenverteidigung von Stade Reims. Ja, stark von Gacinovic. Der da im Zweikampf bleibt, richtig sich reinfightet. Und dann gibt es den ersten Freistoß für die TSG. Christoph Baumgartner zieht dieses Foul. Und jetzt dürfen wir durchaus gespannt sein, was sie daraus machen. Kurz ausgeführt, guter Abschluss. Starkes erstes Ding, das wir da sehen. Angelo Stiller, der neue Mann vom FC Bayern München gekommen. Mit zu viel Platz. Predrag Rajkovic
letzte Saison 10-0 gespielt. War der sichere Rückhalt, warum Stade Rem den Klassenerhalt geschafft hat. Jorginho Rütter wirft sich in den Zweikampf rein. Einsatzbereitschaft sehr hoch in diesen ersten 5 Minuten bei der TSG. Gefällt mir gut, wie sie da Druck machen, wie bissig, wie kampfbereit sie sind in diesem Zweikampf. Und jetzt gab es hier den falschen Einwurf. Sieht man auch nicht alle Tage. Ja, guter Ball da. Da war mal Xavier Chavalarin gestartet. Akpoguma vielleicht in der Reaktion einen Moment zu spät, aber Baumann bügelt das aus, weil er gut mitdenkt. Hinten drin ist ja sowieso eine große Stärke des Oliver Baumann. Sein hoher Spiel-IQ, das Spielverständnis, das er als Keeper mitbringt. Rudi, ja, etwas unpräzise im Moment im Zusammenspiel. Deswegen fällt es dann natürlich auch schwer, sich mal wo durchzukombinieren. Ja. Lässt sich mal Bogart fallen. Zweiter Ball bei der TSG. Können Sie vielleicht was mit anfangen? Rudi zuerst am Ball, eindeutig. Und Wout Faes, genau dafür ist er bekannt. Für hartes Zweikampfverhalten. Und dass er gerne mal zulangt. Überhaupt. Stade Rem ja eine Mannschaft, die sehr gut und sehr gerne mal zulangt. Auch mal deutlich zu fest. Ja, da kommt Faes einfach zu spät. 8 rote Karten gab es für die Franzosen in der abgelaufenen Saison. 8 rote Karten in der Ligue 1. Missverständnis im Zentrum. Mit Angelo Stiller. Ja, Bogart hat er erst gut aufgepasst, dann hat er ein bisschen Glück. Ich glaube, den Spieler, den Gegenspieler hat er da nicht gesehen. Ilan Kebal, großgewachsener, schneller, zentraler Spieler, der aber auch auf die Flügel ausweichen kann. Gacinovic kommt da ganz gut hinter den Ball, aber zu unpräzise das Ganze. Gute Idee mal da auf Jakob Brun-Larsen. Im 1 gegen 1 sitzt da draußen isoliert. Guter Abschluss.
Auch wenn der ihm dann über den Spann rutscht. Klasse Aktion. Freien Raum dafür, Brun Larsen gesucht. Und der geht sofort ins 1 gegen 1. Der gegen Gisela Konar. Konar wirkt auch sehr steif. Ja, und dann trifft er hier den eigenen Spieler. Er ist auf den zweiten Blick so richtig sichtbar. Etwas unglücklich da, aber insgesamt die erste richtig gute Aktion nach 11 Minuten, die wir hier gesehen haben von der TSG. Etwas Offensives, Zählbares hätte er geben können. Super gemacht von Christoph Baumgartner. Übersicht. Ah, Rütter und Brun Larsen sind sich da uneinig. Schade. Da hätte wesentlich mehr draus entstehen können, wenn die sich da auf dem Flügel dann einig sind. Ist die Gelegenheit. Kopfballstarker fest, klärt erstmal. Aber die TSG ist da. In der offensiven Kreation gefällt mir das bis hierhin auch gut. Moreto Casama, 23 Jahre jung, 1,65 groß. Aber Sebastian Rudi hat genau da den Schädel, wo er ihn haben muss. Nee, Baumgartner war es. Jetzt aber zu viel Platz da draußen. Akpoguma zeigt sich reaktionsstark und steht gut im Raum. Aber da war mal die erste Unaufmerksamkeit, wo sie als Mannschaft nicht ganz funktioniert haben. Ikitike. Baumgartner trifft dann da Chavalera ungünstig. Das sind Situationen, die gilt es zu vermeiden. Vor allem in einer langen Saison. Vor allem gegen schwächere Gegner. Denn diese Standardsituationen bedeuten immer erhöhte Gefahr vor dem eigenen Tor, die es unbedingt zu vermeiden gilt. Gacinovic am kurzen Pfosten da. Und dann Glück, dass da das Luftloch geschlagen wird von Marshall Munetesi. Yeah.
Ja, Dennis Geiger und Angelo Stiller geraten immer wieder unter Druck, sodass sie sich dann nicht aufdrehen können. Damit nur prallen lassen können. Laufen die Franzosen gut an. Machen es schwer, die Verteidigung mit dem Mittelfeld zu verbinden. Rütter holt da gut den Freistoß raus. Also Viertelstunde rum. Die TSG bisher für mich die bessere Mannschaft. Gerade zu Beginn sehr aktiv in den Zweikämpfen. Aggressiv im Spiel nach vorne. Aber die Bindung zwischen Verteidigung und Mittelfeld muss noch ein Stück besser werden. Von Start Rem gibt es offensiv noch nicht besonders viel zu sehen. Was sie gut machen, ist eben genau diese Bindung im Aufbauspiel der TSG zu verhindern. Ansonsten nach vorne noch wenig möglich für die Mannschaft aus der Champagne. Da muss also noch mehr gehen, dass da nicht nur Standards für Gefahr sorgen. Gacinovic mal mutig. Er spielt ja auf dem rechten Verteidiger heute. Hat er übrigens auch schon gegen Heidenheim begonnen, da rechts hinten. War ja sonst eher dafür bekannt, auch mit Offensivakzenten zu glänzen. Aber genau das möchte Sebastian Hoeneß auch von ihm sehen. Druck über den Flügel erzeugen zu können. Durch eben seine Offensivqualitäten. Und Larsen mal hinterlaufen von Bogarde. Ja, und dann fehlt es da wieder in der Präzision. Diesmal im Zusammenspiel mit Angelo Stiller. Sehr gute Idee da. Angelo Stiller. Und wieder Brun Larsen mit. Nächster Diagonalball, dieses Mal zu ungenau von Kevin Vogt. Also die linke Seite gefällt mir ganz gut bei den Hoffenheimern. Ich würde mir wünschen, dass Brun Larsen vielleicht noch das ein oder andere Mal die Hilfe davon Melairo Bogarde ein bisschen mehr in Kauf nimmt oder ein bisschen mehr mitnimmt. Überläuft ihn da immer wieder gut auf dem Flügel. Bisher hat es da aber noch nicht für ein Zusammenspiel gereicht. Kurze Überzahl bzw. diesen Übergabemoment konnten sie da noch nicht gewinnbringend für sich nutzen. Die beiden auf dem linken Flügel. Jorginho Rütter. War dann doch der ein oder andere Gegenspieler zu viel. Jetzt aber die Chance für Baumgartner. Will es da mit dem Geniestreich versuchen. Auf Rütter, der denkt auch mit, aber einer hat den Kopf noch früher an. Und das ist Predrag Grajkovic. Der Keeper von Stade Rennes, der mit dem OSC Lille in Verbindung gebracht wird. Dem französischen Meister gibt da immer wieder Gerüchte, dass er gehen könnte noch vor der Saison.
aber auch in Frankreich beginnt diese bald. Also auf dem Posten sollten sie dann bald möglichst Ruhe haben, um dann da auch mit dem nötigen Wissen, wer das Tor hütet, in die Saison starten zu können bei Start-Rem. Ob es denn Rajkovic ist oder einer seiner Vertreter, ob Rajkovic zum Meister geht oder ob er hier bleibt. Wieder Überzahl auf dem Flügel. Brun Larsen nimmt das 1 gegen 1. Und zündet ihn dann scharf in die Mitte. Der Spieler mit der höchsten Genauigkeit in Flanken in der vergangenen Saison übrigens war Pavel Kavaschabek. 29% seiner Flanken haben einen Abnehmer gefunden. Brun Larsen gehörte da nicht dazu, hat aber auch wegen Ausleihgeschäften und so weiter und so fort nicht ganz so viele Spiele gemacht für die TSG. Vogt mal mit dem feinen Fuß. TSG bleibt dran. Gute Abschlusschance. Und dann holt sich Akpo Guma die gelbe Karte. Weiß er selbst, taktisches Foul. Intelligent gemacht vom dienstältesten TSG-Spieler seit 2013 ist er da, Kevin Akpo Guma. Ist sehr wahrscheinlich, dass er auch zu Saisonbeginn mit Vogt da die Innenverteidigung bekleiden wird. Nordfight ist ja verletzt mit Oberschenkel, da ist nicht ganz klar, ob er es schaffen wird rechtzeitig. Na klar, zieht ihn ja ganz klar zurück. Jetzt auf der anderen Seite die Möglichkeit, Baumann wieder mit dem Kopf da. Wieder ganz, ganz frisch, wie Oliver Baumann da reagiert. Verliert er die Geduld da außen, Bogarde. Wobei auch Geiger, glaube ich, ein bisschen mehr Spielraum gehabt hätte, um da für Kreativität mal zu sorgen. Aber die Umschaltmomente der Franzosen werden immer sehr früh eingebremst. Jetzt mal genau so einer für die TSG. Wenn sie es schnell machen, ist es ein 4 auf 4. Aber das geht erstmal komplett daneben. Aber Baumgartner gefällt mir abseits dieser Aktion sehr gut. Ist ja etwas später ins Training eingestiegen als EM-Teilnehmer. Hat trotzdem schon die nötige Bindung zur Mannschaft. Ein großer Vorteil, den die TSG Hoffenheim ja hat, dass sich der Kader kaum verändert hat. Kein einziger Schlüsselspieler ist bisher abgegangen. Und das macht es natürlich dann einfacher, sich im Sommer wieder zu finden, zueinander zu finden, weil die Mannschaft zusammen in die zweite Saison geht. Der Trainer ist noch da, ist derselbe, hat auch dieselbe Spielidee. Daran hat sich nicht groß was verändert bei Sebastian Hoeneß. Und das hängt auch damit zusammen, dass die letzten Spiele der vergangenen Saison dann doch erfolgsversprechend waren, wo mal nicht so viele Ausfälle waren, wegen Corona oder wegen Verletzungen. Da hat sich die Mannschaft gefunden und durchaus erfolgreich gespielt, ganz im Gegensatz zu seiner Mannschaft hier. Petr Grajkovic, die letzten 8 Spiele allesamt nicht gewinnen können und nur mit 2 Punkten Differenz auf den Relegationsplatz in der Liga geblieben. Also da hieß es wirklich zittern bis zum allerletzten Moment, aber der Abstiegskampf in der Liga ging natürlich auch bis Platz 10 hoch. Das ist dann natürlich auch nochmal ein anderes Niveau. In Abstiegsnöten war die TSG nie, auch dank des breiten Kaders. Und den haben sie sich auch so nach wie vor
erhalten. Es gibt noch ein paar Kandidaten, die gehen könnten. Um den Kader etwas zu verschlanken. Ist ja noch von der Europa League-Saison etwas größer als gewohnt. Ob und wann das aber passieren wird, steht noch offen. Ungestüm da von Geiger. Ungestüm. Kann sich, glaube ich, eigentlich den Ball da ohne Probleme schnappen. Muss da gar keinen so harten Körperkontakt suchen. Versucht es halt auf die rabiate Weise. Das pfeift dann halt auch der Schiedsrichter ab. Gibt den Eckball für Stade Rennes. Das ist Mathieu Cafaro, beim FC Toulouse ausgebildet worden. Dort keine Spielzeit bekommen, dann hat ihn Stade Rennes mit Handkuss genommen. Mittlerweile sein Marktwert 7 Millionen Euro. 24 Jahre jung. Und Jorginho Rüther. Uiuiui. Schrubbt da mal komplett unter den Ball. Eieiei, also es kann immer gefährlich werden nach Standards. Das ist natürlich klar, aber Rüther macht hier seiner eigenen Mannschaft extrem gefährlich. Gut, dass da Jakob Bruun-Larsen mitdenkt. Ansonsten hätte das richtig böse ausgehen können. Die TSG ist die bessere Mannschaft. Auf der Anzeigetafel ist das noch nicht abzulesen. Rajkovic ist da. Aber Idee war gut von Bogarde. Der diese linke Seite da gut beackert. Wieder setzt er sich durch. Guter Doppelpass mit Bruun-Larsen. Um es dann zu verkomplizieren. Ja, das ist schon knackig da im Zweikampf. Moreto Casama, 23 Jahre jung. 1,65 nur groß, aber der langt richtig in deinem defensiven Mittelfeld. Jetzt mal ein klasse Doppelpass! Das steht 1-0. (29.) Minute, die TSG Hoffenheim führt. Rüther mit herausragender Vorarbeit für Rudi. Macht er ausgesprochen gut. Einfach mal genau dieser Überraschungsmoment, aber Rudi läuft da auch durch die Verteidigung durch. Drei Verteidiger um ihn herum, drei Defensivmänner und keiner packt zu. Ich hatte gerade noch davon geschwärmt, wie Moreto Casama zupackt, nicht getan. Also 1-0 für die TSG Hoffenheim, 29. Minute. Sebastian Rudi, der Torschütze. Und das ist mehr als verdient nach dem bisherigen Spielverlauf. Gleich ist eine halbe Stunde durch. Die TSG belohnt sich endlich für ihre engagierte Leistung in dieser ersten halben Stunde. Für das nimmermüde, immer wieder angreifende von Rüther. Der hatte bisher noch gar keinen Kontakt zum Spiel. Mit so einer Zauberaktion da auf Sebastian Rudi. Und das ist genau das blinde Verständnis, das du brauchst. Von Stade Rennes kommt mir zu wenig. Nur umschalten ist dann auch nicht. Und das ist genau diese Offensive, die gefehlt hat in der vergangenen Saison. Die auch scheinbar jetzt noch fehlt. Offensiv geht überhaupt nichts. Ihren besten Torjäger
Buladia haben sie verloren, 12 Millionen Euro dafür bekommen. Er ist zu Villarreal gewechselt, hat aber auch 16 der 42 Tore der kompletten Mannschaft geschossen in der vergangenen Saison. Das zeigt auch nochmal dessen Stellenwert. Und dass der vorne drin fehlt, das ist hier eindeutig zu erkennen. Eindeutig. Wir hatten ja auch so ein bisschen damit gerechnet, dass El Bilal Touré jetzt da vielleicht der Nachrücker sein könnte, der Nutznießer sein könnte mit seinen 19 Jahren bei Stade Rennes. Aber der ist heute nicht mal mit von der Partie. Der steht nicht mal im Kader. Und weder Kebal noch Ekitike können da bisher vorne auch nur den Hauch von Druck erzeugen. Chavalera auch nicht. Also da muss noch viel kommen von den Gästen. Hat aber zu großen Portionen auch damit zu tun, dass die TSG hier bisher den Offensivkuchen alleine fespert. Im Hoffenheimer Spiel gefällt mir jetzt gut. Zunehmend mehr Aktivität da, auch im Mittelfeld. Vielleicht auch mehr Mut. Ich glaube nicht, dass die Aktivität unbedingt zugenommen hat, aber eher der Mut. Das Ganze, sich auch mal aufzudrehen, mal einen Ball nach vorne zu spielen. Marcinovic auf den langen Laufweg auf Baumgartner da. Keine schlechte Idee, gegen Younes Abdelhamid auch ins Laufduell zu gehen da von Baumgartner. Ah, klasse. Mit Spin gespielt, dass der Ball auch schön liegen bleibt da im Weg von Brun Larsen. Wieder im Griff. Recht simple Art und Weise, Fußball zu spielen, die Stade Rennes hier bis hierhin anbietet. Das wenig Komplexes dabei. Wenige Kombinationen, die mal über mehrere Stationen laufen. Im Normalfall kommt der Stürmer, lässt prallen, spielt ihn hoch auf außen und dann ist Wettrenne um den Ball. Aber gegen eine hochklassige Mannschaft wie die TSG, das ist, funktioniert dieser Stil von Fußball nur bedingt. Also wenn da die Aufmerksamkeit bei allen da ist, das ist natürlich etwas unkonventionell. Aber solche Gegner werden dann auch in der Bundesliga warten. Traditionell eher Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich, die diese Art und Weise von Fußball spielen. Von daher ist vielleicht dieser Test nochmal eine gute Idee, um auch gegen solche Spielweisen Gewohnheiten zu entwickeln. Jorginho Rütter wieder gut im Zweikampf da gegen Wout Fass. Thank you.
Sie hören das Klatschen vielleicht im Hintergrund gerade. Laufen ein paar Spieler zum Aufwärmen. Unter anderem auch André Kramaric. Der in der letzten Saison der beste Spieler war. Der Hoffenheimer. Der wird dann natürlich nochmal extra beklatscht. Das macht Rudi klasse. Younis Abdulhamid ist jetzt nicht dafür bekannt, der Allersicherste unter Druck zu sein. Jetzt hätte er hier gerne einen Freistoß dafür gehabt, kriegt er natürlich nicht. Überzahlsituation, Rütter! Jorginho Rütter mit dem starken Versuch, Rajkovic findet, da geht schon mehr. Früh durchschaut von Stadrem, was die TSG davor hat. Und Larsen, super. Direkt mal draufgegangen. Ducouré ist da nicht ganz sicher gewesen. Bei dieser Annahme. Insgesamt Stadrem. Sobald sie Druck bekommen, kriegen sie große Schwierigkeiten. Auch deshalb spielt sich das Spiel fast ausschließlich in deren Defensivhälfte ab. Geht bisher wirklich, ja, ich würde sagen, nichts nach vorne. Bis auf ein, zwei Standardsituationen habe ich noch nichts gesehen, was nur annähernd in Richtung Tor hätte führen können für die französischen Gäste. Gibt den Freistoß, den sich da Rütter erarbeitet hat. Da war nochmal dieser Ballverlust von Abdulhamid. Überhaupt kein Foul, auch wenn er da danach mehr draus macht. Also das war überhaupt nichts. Da war er einfach im Dribbelmodus und hat dann den Ball verloren. Ekitike holt dann nochmal den Freistoß raus. Und den schlagen sie dann auch von dort direkt
versuchen sie nochmal für Gefahr zu sorgen. Uiuiui. Uiuiui. Kevin Vogt zeigt es da nochmal an. Hätte gerne gesehen, dass da die Fahne hochgeht. Da werden wir gleich nochmal genauer drauf blicken, ob das Abseits war. Nee, das ist für mich kein Abseits. Hinten Gacinovic hebt es auf und zwar für alle. Auch wenn er nachher dann die Situation geklärt bekommt, hat da die Abstimmung nicht 100% funktioniert bei der TSG. Und so kam es dann zu dieser Gefahr, die bisher, ja, wenn wir das als Chance bezeichnen möchten, größte eigene Chance der Gäste. Wenn wir mal die von Jorginho Rütter ausblenden. Als er da fast ins eigene Tor getroffen hätte. Kurze Verletzungsunterbrechung jetzt, geht aber Gott sei Dank weiter. Sieht alles in Ordnung aus. Christoph Baumgartner läuft rund. Er hatte da, glaube ich, einen Schlag abbekommen. Jetzt der Eckball direkt im Anschluss. Kein Problem für Baumann. Viel zu nah auf den Torhüter gezogen. Und Baumann natürlich sicher wie eh und je. Ah, fast verschätzt sich da. Doppelte Absicherung. Mal wieder richtig gut gemacht hinten drin. Taktisch stimmt es auch zwischen Vogt und Akpoguma. Und damit rollen wir so langsam aber sicher auf die Halbzeitpause zu in diesem Duell bei der offiziellen Saisoneröffnung der TSG Hoffenheim. Und die TSG ist richtig gut drin. Agil in den Zweikämpfen, die nötige Härte bringt sie mit, Dominanz über das komplette Spiel bisher. Woran sie in der zweiten Halbzeit noch etwas arbeiten müssen, ist ein Tick mehr Kreativität. Wenn es denn mal zu Kreativität kommt, wie bei Jorginho Rütters Vorlage für Rudi, dann wird es auch gleich gefährlich. Und etwas mehr Mut, vielleicht auch im Mittelfeld genau diese Kreativität ausleben zu können. Ansonsten, oh, hinten jetzt mal eine kleine problematische Aktion da. Oliver Baumann vielleicht noch nicht ganz auf Pflichtspieltemperatur. Das ist ihm aber auch überhaupt nicht zu verdenken nach dieser langen, langen Verletzungspause, die er hinter sich hat von Stadren. Erwarte ich zumindest in Halbzeit 2 etwas mehr Spielkontrolle und überhaupt mal eine Idee, offensiv zu kreieren. Die Zweikampfführung dagegen ist ordentlich bei den Franzosen, aber das ist auch eins der wenigen Themen, die wir hier herausheben können, die wirklich richtig gut waren. Ja, Brun Larsen. Stark. Holt er. Er läuft sich da nochmal diesen Eckball. Investiert da auch nochmal rein. Auch in der 45. Minute. Zeugt dann auch vom gewachsenen Fitnessstand. Mannschaftsübergreifend auf allen Positionen. Und dann schauen wir uns diesen letzten Eckball nochmal an. Von Angelo Stiller, der in allen drei Testspielen gestartet ist und den bringt er präzise rein. Und es steht 2-0 mit dem Schlusspfiff, der gerade ertönt ist. Also 45 plus 1. Die TSG erhöht auf 2-0. Und wir gucken auf den hinteren Teil des Strafraumes. Christoph Baumgartner aber mal sowas von sträflich allein gelassen. Läuft da durch, hat überhaupt kein Problem, den dann auch reinzudrücken. Aber ist Xavier Chavalarin schon in der Pause oder wie? Entwischt ihm hier komplett Baumgartner, ah, der drückt er den herrlich, der drückt ihn wirklich herrlich.
hat aber auch mal gar keine Probleme, das Ganze zu machen. Also 2-0, verdienter Halbzeitstand, auch in der Höhe. Völlig in Ordnung. Die TSG in den blauen Trikots von links nach rechts gegen Stade Rem in Rot von rechts nach links. Zu Beginn der Vorbereitung in Testspielen gibt es ja dann häufig viele Wechsel direkt auch schon in der Halbzeit. Zum Ende ist es dann eher so, dass dann auch mal länger ausprobiert wird, wer mit wem wie zusammenpasst, in welcher Aufstellung. Von daher auch hier noch keine Wechsel in diesem Spiel zur Halbzeit. Das offensive Engagement haben die Hoffenheimer den Gästen einfach mal durch frühen Druck abgeluchst. Da kam dann überhaupt nichts mehr. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, den der neue Coach von Stade Rem angesprochen hat in der Pause. Oscar Garcia, dass da mehr Kontrolle rein muss. Dass da nicht nur langer Ball auf den Stürmer, der lässt klatschen und dann geht es über die Außen weiter. Das ist nicht genug, um hier heute zu bestehen. Gut, das ist ein Testspiel, da kann man dann auch nochmal sagen, da muss man nicht groß bestehen. Da wird getestet, aber die französische Liga beginnt bald. Und entsprechend sollten die Jungs von Stade Rem da auch bald mal reinkommen. Sich dann auch in Richtung nächster Runde Gedanken machen. Am 8.8. bereits geht's los. Das ist auch in etwas mehr als 7 Tagen mit dem Auswärtsspiel bei OGC Nizza. OGC Nice. Danach zu Hause gegen Montpellier HSC. Dann geht's nach Metz zum Derby. Und dann wartet am 4. Spieltag auch schon Paris Saint-Germain auf diese Mannschaft hier. Also es gilt, besser reinzufinden als in die vergangene Saison. Rajkovic schickt jetzt hier nochmal alle vor. Es gilt, besser reinzufinden als in die vergangene Saison. Da hat es bis zum 8. Spieltag gedauert, bis Stade Rem einen Sieg erringen konnte. Überhaupt 8, so ein bisschen die Zahl von Stade Rem gewesen in der vergangenen Saison. Erst nach 8 Spieltagen oder am 8. Spieltag gewonnen. Die letzten 8 Spieltage in der Liga nicht gewonnen. 8 rote Karten über die komplette Saison. Also da war nicht unbedingt viel Gutes dabei. Bogart wird da etwas härter angegangen. Sofort die Entschuldigung da von Ilan Kebal, dem offensiven Mittelfeldspieler. Die Grätsche hier, die war komplett fein. Die nächste dann nicht so wirklich. Die hier. Na, einen Wechsel gab es dann jetzt doch gerade noch bei Stade Rem. In der Defensive. Fodé Doucouré wurde da ausgewechselt. Vielleicht keine schlechte Idee. Andrew Cravaillon kommt für ihn. Leihgabe von Inter Mailand. Geht in die Innenverteidigung. Für ihn geht dann Wout Fess. Das
bisschen weiter nach außen. Sieht mir ganz danach aus, als wäre das jetzt eine Fünferkette. Mit der da die Gäste agieren, werden wir dann nochmal genauer beobachten. Vor dem Sturm gab es auch einen neuen Mann. Da ist Hugo Ekitike, der zwei gute Freistöße rausgeholt hat, jetzt rausgegangen. Aber jetzt schauen wir erstmal auf diese Situation hier. Das ist klasse. Fess steht aber auch richtig gut im Raum. Kai Sierhu ist übrigens gekommen. Niederländer. Jetzt also im Spiel vorne drin. Für die Gäste. Gute Anspielstation. Bewegt sich sehr gut vom Ball weg. Macht da starke Laufwege. Sind jetzt hier im Zentrum. Der Ball hätte da gerne einen Freistoß für gehabt. Aber der Zugriff ist sofort wieder da bei den Hoffenheimern. Das finde ich klasse. Gerade auch in der Rückwärtsbewegung. Vier Leute direkt um Kebal drumrum. Alle vier darauf erpicht, den Zweikampf zu führen. Da ist keiner, der sagt, nimm ihn du, ich habe ihn sicher. Sondern das ist genau dieser Wille, den sich Sebastian Hoeneß, der Trainer der TSG, erhofft. Rütter macht immer wieder die langen Bälle gut fest vorne. Und jetzt nimmt mal Brun Larsen Rudi mit. Ah! Rajkovic nach wie vor aufmerksam. Diesen Flugball, den fängt er mit der Kappe, aber davor. Das ist, ich habe vor zwei Wochen das Spiel gegen Heidenheim schon kommentiert. Und da haben wir noch eine ganz andere Hoffenheimer Mannschaft gesehen. Da hat ein Rädchen noch nicht ins andere gegriffen. Das war, als ob jetzt hier Sebastian Hoeneß über die letzten zwei Wochen Öl zwischen die Räder gegossen hätte. Und diese Maschine läuft langsam. Kombinationen flüssig. Und immer wieder auch mal kreative Ideen, um was zu lösen. Die Positionen sind schon besser bestimmt, besser bekannt. Macht zunehmend Spaß, da dem Offensivspiel der Hoffenheimer zuzusehen. Jetzt hoffen wir mal hier, dass es für Younis Abdilhamid nicht ganz so tragisch ist, nach dem Foul da an Jorginho Rütter. Oh ja, Rütter fällt ihm da böse, böse aufs Knie. Das kann ganz schlecht ausgehen, aber geht, glaube ich, weiter bei dem Kapitän der Franzosen, Younis Abdelhamid. Gacinovic, oh, gute Idee. Kasama, der da nochmal im Weg stand gerade. Bei Oliver Baumann scheint es dann doch länger als eine Halbzeit zu gehen. Der Härtetest auch für ihn. Braucht vielleicht auch noch mal ein paar Minuten mehr auf dem Platz. Könnte auch sein, dass er das dann noch mal signalisiert hat.
hatten ja die ein oder andere Unsicherheit bei ihm gesehen, aber das hängt, wie gesagt, natürlich selbstverständlich damit zusammen, dass er da noch nicht so viel Spielpraxis jetzt sammeln konnte, beziehungsweise überhaupt keine Spielpraxis sammeln konnte. Und jetzt wird es etwas ruppiger. Nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Ganz gute Ausgangsposition für eine sprühende Idee. Angelo Stiller mit links oder Dennis Geiger mit rechts. Geiger probiert es direkt, aber Rajkovic mit zu viel Format, als dass man den da so überraschen könnte. Kishna Konan, der mal anziehen möchte. Von ihm ganz wenig zu sehen in Halbzeit 1, weil er eigentlich nur defensiv gebunden war. Überhaupt nichts gekommen vom Ivora. Der auch schon elfmal für die Nationalmannschaft von der Elfenbeinküste gespielt hat. Hier haben wir Gacinovic, der mir bisher gut gefällt, über diese rechte Seite, der seine Defensivaufgaben mit Bravour erledigt und offensiv Schwung da reinbringt. Jetzt mal wohl die faire Balleroberung im Mittelfeld von Cafaro. Kasama. Aber der kriegt da, ja, kommt zu weit unter den Ball, als dass er den da irgendwie gefährlich aufs Tor bringen könnte. Und Larsen bleibt direkt drin, klasse. Das funktioniert damit, Rudi. Ja, vielleicht ein Tick zu ungeduldig. Stadrem kommt so langsam in diese Partie. Kai Sirhuis. Mit 9 Jahren zu Ajax gekommen. Dort die Grundausbildung genossen, für 4 Millionen Euro gekommen 2020. Aber hat ausschließlich Joker-Einsätze bekommen. Auch heute wurde er nur eingewechselt. Ja, schwer. Hat er schon so eine kleine Drehung im Körper. Und dann ist es sehr schwer, dann nochmal Gewinn bringt, den Ball aufs Tor zu bringen. Dafür macht er es ganz gut. Gunnar Gischler gerade rausgegangen. Für ihn kommt Thomas Fouquet. Einer, der sicher auch eine größere Rolle spielen wird über die Saison. Letzte Saison hat er 37 von 38 Saisonspielen absolviert. Kebal braucht nicht viel Platz, aber jetzt sind 60 Minuten gleich rum. Zeit für ein kleines Fazit.
Die Hoffenheimer haben etwas mehr von der Spielkontrolle abgegeben. Trotzdem sind sie noch die bessere Mannschaft. Stadren kommt jetzt immer wieder zu seinen Chancen. Jetzt geht Oliver Baumann runter. Das hatten wir schon, beziehungsweise ich habe das schon etwas früher erwartet. Aber es ist jetzt der Fall. Für ihn kommt Luca Philipp. Der 20-Jährige, 1,92 groß. Und jetzt gibt es die Kapitänsbinde für Sebastian Rudi. Auch das ist ja noch eine Frage, die es zu klären gilt. Dazu kommen jetzt auch, und das hat er sich wirklich gewünscht und auch verdient, Pavel Karaschabek und Andrej Kramaric aufs Feld. Karaschabek hatte das extra noch im Interview betont. Er will da peu à peu wieder rangeführt werden, beziehungsweise wird peu à peu wieder rangeführt. Hat natürlich noch einen kleinen Trainingsrückstand. Aber wenn es in der Saisoneröffnung für ein paar Minuten reichen würde, dann würde ihn das schon extrem freuen. Und das spricht natürlich auch für seinen Charakter. Dass der da richtig Bock hat, auch bei so einem Testspiel nochmal zu zeigen, was er kann, mit der Mannschaft zu spielen. Und dazu natürlich ein ganz wichtiger Spieler, der auch in dieser Saison wieder eine große Rolle spielen dürfte. Andrej Kramaric. Erstmals in der Vorbereitung greift er ein. Kopf für Jakob Brunlassen. Maximilian Bayer, 18 Jahre jung. Stürmer, auch der kommt noch mal rein und darf sich hier präsentieren. Bayer geht jetzt auf links für die Brunlassen-Position. Er setzt ihn da 1:1. Christoph Baumgartner ging raus. Und da spielt jetzt Kramaric. Werden wir gleich mal beobachten, was das taktisch für Auswirkungen hat. Bei Kramaric wird es dann immer noch mal doppelt laut hier in der Arena. Ich habe eine Statistik gefunden, die ich sehr interessant fand in der Vorbereitung auf dieses Spiel. Andrej Kramaric hat nicht nur mit 25 Toren die meisten Tore für Hoffenheim in der vergangenen Saison geschossen, sondern auch seine Schüsse aufs Tor, beziehungsweise seine Abschlüsse sind sehr hochprozentig. Wenn er aufs Tor schießt oder wenn er einen Abschluss macht, dann geht der Ball zu 50% aufs Tor. Und das ist ein herausragender Wert. Also 50% aller seiner Schüsse gehen aufs Tor. Spricht für die Qualität, die Andrej Kramaric mitbringt. Und der TSG auch in der anstehenden Pflichtspielzeit geben wird. Wie gesagt, etwas von dieser Spielkontrolle, die die TSG hatte, ist verloren gegangen. Das ist außerhalb gewesen. Das müssen wir gleich nochmal kontrollieren. Ich glaube, das war außerhalb. Und deswegen gibt es dann den Freistoß. Abdelhamid kommt da zu spät. Eindeutig zu spät. Übrigens Baumgartner, der gerade rausgegangen ist. Ganz klasse Spiel gemacht. Da schauen wir nochmal drauf. Gacinovic, jawohl. Es ist eindeutig außerhalb. Abdelhamid kommt viel zu spät, aber Gacinovic einmal mehr. Mit flinken Füßen unterwegs. Sebastian Rudi wieder fest in Hoffenheim. Steht ja sogar bei den Zugängen, war ausgeliehen von Schalke. Ist jetzt wieder da, bringt den herausragend rein. Andrej Kramaric mit der ersten Monsterchance nach seiner Einwechslung. Kramaric wird vergessen, Rudi sieht's.
bedient ihn perfekt und dann nimmt er ihn mit vollem Risiko. Der kann mal daneben gehen. Aber im Normalfall macht André Kramaric den. Offizielle Zuschauerzahl wird gerade verkündet. 3.419 sind gekommen, um sich hier den offiziellen Saisonauftakt der TSG anzusehen. Rüther haben wir vorhin schon stark gesehen mit der Hacke. Dürfte abseits sein, jawohl. Cafaro startet eindeutig zu früh. Frustlevel haben sie an diesem Schuss gesehen. Poguma entschärft das Ding gut. Kader Schabek auch noch so mit seinen kleineren Abstimmungsproblemen. Und dann steht es hier 2-1. Ja. 67. Minute. Stade de Reims mit dem Anschluss. Ballverlust von Karajabek haben wir jetzt gerade nicht gesehen, aber Kebal mit viel Übersicht und Sirhuis nimmt den mal mit vollstem Risiko. Ja, hinten kann man schon drüber sprechen, ob da Bogart nicht vielleicht in den Laufweg, in den Passweg gehen muss. So ist dann Sirhuis relativ frei. Steht nur noch 2-1. Spiegelt auch ganz gut diesen Start der zweiten Halbzeit wieder. Denn Stade Reims wird besser. Und je mehr gewechselt wird, das liegt auf der Hand, desto komplizierter wird es dann. Das war nach wie vor. Die Rädchen so ineinander greifen, wie es bei der TSG der Fall war. Das war Ball gespielt. Und das ist mal eine klasse Idee. Wieder von Rüther. Und dieses Mal lässt er es sich nicht entgehen. Dieses Mal in der 68. Minute zeigt André Kramaric seinen Killerinstinkt. Rüthers herausragender Ball auf Kramaric. Der lässt fast nochmal aussteigen und Rajkovic keine Chance. Kramaric mit dem Kopf oben. Fass ist zu weit weg, schon bei dem Pass. Und dann ist das nicht mehr zu verhindern. Weder für Fass, noch für Rajkovic. Und André Kramaric zeigt mal ganz schnell auf, warum er hier einer war, der bei der Fußball-Europameisterschaft teilgenommen hat. So steht es hier 3-1. Kurze Frage kam da von Stade Reims, ob es nicht doch vielleicht noch mal knapp werden dürfte mit diesem 1-2. Und André Kramaric antwortet postwendend mit einem Nein und dem 3-1. Zweite Vorlage übrigens von Jorginho Rüther. Gefällt mir da außerordentlich gut. Auch jetzt auf der Außenbahn. Bayer. Gacinovic wäre gern bedient worden.
Ich kann das Frustlevel bei Start-Rem nicht ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein Testspiel, in dem nicht alles rund läuft, ja, aber da haben wir jetzt echt schon ein, zwei Aktionen gesehen, wo der Ball weggeschossen wurde, die Bande weggetreten wurde. Das hat für mich in einem Testspiel nichts zu suchen. Ich habe das vorhin schon mal angerissen. Die Mannschaft gilt als impulsiv. 8 rote Karten allein in der vergangenen Saison haben sie sich eingeheimst. Das ist, wenn wir es mal runterrechnen auf 38 Spiele, ungefähr in jedem fünften Spiel eine rote Karte. Das ist ein sehr hoher Wert. Vielleicht arbeitet Coach Garcia auch daran mit seiner Mannschaft. Sirhu ist wieder im Abseits gewesen, wurde nicht abgepfiffen. Rechts oben der Linienrichter am oberen Bildrand jetzt, aber mit der Fahne oben. Erste richtig gute Aktion davon, Pavel Karajabek. Auch er war bei der Fußball-EM mit dabei. Für die Tschechen wurde nur in einem Spiel eingesetzt. Kennt er so eigentlich nicht. Aber die Mannschaft steht im Fokus, hat er gesagt. Wir wollten da weiterkommen. Am Schluss ging es bis ins Viertelfinale gegen Dänemark. Und auch da hat er gesagt, wäre mehr drin gewesen. So, jetzt 2 neue Männer auf dem Feld. Valon Berisha. Den könnten Sie kennen aus der Bundesliga. Hat mal für Fortuna Düsseldorf gespielt, aber seine Hochzeit hatte er bei RB Salzburg. Mathieu Cafaro geht runter. Unter anderem Ilan Kebal. Auch der verabschiedet sich. Für mich hat der genau das Kreativitätslevel geliefert, was Start-Rem geholfen hat. Aber beim Testspiel wird natürlich viel ausversucht. Und das ist jetzt einmal eine der wenigen Kombinationen, die funktionieren bei Start-Rem, die in der zweiten Halbzeit schon etwas besser reingefunden haben. Genau daran gearbeitet haben, was ich da noch gesagt hatte in der Halbzeit, woran sie arbeiten müssen, beispielsweise an der Spielkontrolle. Das ist also besser geworden bei den Franzosen. Jetzt wieder Rütter. Etwas durchsichtig hier der Ball auf Kramaric raus. Žabek jetzt defensiv auf der rechten Seite, Gacinovic, davor. Ah. Kurze Stabilitätsprobleme da. Das hier ist Bradley Loco. Ui. Packt zu viel Gewalt rein in diesen Schuss. Bradley Loco, junger Mann, 19 Jahre jung. Im vorherigen Testspiel hatte er gestartet. Ansonsten einer wahrscheinlich eher für die zweite Mannschaft, die in der National 2 spielen. Und Start-Rem. National 2 ist vergleichbar wie mit der Regionalliga in Deutschland. Und darüber sollen natürlich die Nachwuchsspieler auch gefördert werden. Aber der ein oder andere schafft dann auch den Sprung zu den Profis.
Kramaric damit viel Platz, viel Zeit im Mittelfeld, dadurch, dass er sich fallen lässt. Der Druck jetzt auch nicht mehr ganz so hoch, wie das noch in Halbzeit 1 war, wenn dazwischen die Ketten gespielt wurde. Kramaric ist eben genau dieser Grenzgänger, der dazwischen die Ketten gibt, immer anspielbereit ist wieder. Der bringt eine ganz andere Qualität in dieses Spiel hier rein. Von individueller Natur, gerade dass er immer diese Bälle fordert, dass er sich immer anspielbereit zeigt, dass er immer das Auge für den Mitspieler hat, die Situation quasi schon vorausdenkt. Das macht schon richtig Spaß, ihm zuzusehen. Präziser Ball von Vogt. Gacinovic. Gebremst von Loco. Stiller holt sich nochmal gelb ab. Der ist ein Gewinner der Vorbereitung auf jeden Fall. Angelo Stiller kam vom FC Bayern 2, hat viele Einsätze bekommen. Nochmal den Wechsel. Lopi kommt. Dion Lopi. Aber um nochmal beim Thema Angelo Stiller zu bleiben. Der kam vom FC Bayern 2 aus der dritten Liga. Und hat sich über die Vorbereitung jetzt hier wirklich festgespielt, hat wirklich immer wieder gezeigt, was er kann. Zeigte sich kreativ, hat auch hier in diesem Spiel das 2:0 vorbereitet durch seinen Eckball. Und hier haben wir ihn wieder mit einer guten Idee. Stiller und geht direkt durch. Macht den Weg außen frei für Kader Žabek. Rajkovic mit Problemchen. Die aber nichts Schlimmeres hervorrufen. Von daher gehen wir jetzt in die letzten 10 Minuten. Die TSG führt mit 3:1. Verdientermaßen von Start Rem könnte jetzt nochmal was kommen. Eine Schlussoffensive, nochmal richtig Druck. Um das Ding hier zu gewinnen. Klasse Ball von Vogt. War nicht im Abseits sogar. Nicht im Abseits. Angelo Stiller hatte sich da kurz angeboten. Dadurch der lange Ball für Kramaric möglich. Und Kevin Vogt mit dem butterweichen Füßchen ausgestattet. Haben wir schon mehrfach heute gesehen, dass er das auf jeden Fall kann. Loco mit einer guten Idee. Aber Vogt einfach abgeklärt. Das ist einfach abgeklärt.
Gacinovic mit der Idee auf Kramaric, den man wirklich überall finden kann. Aus dem sprüht heute die Spielfreude. Der mal links, mal rechts unterwegs ist. Ball wird rausgespielt, weil Jorginho Rütter mit Krämpfen auf dem Boden sitzt. Wird jetzt wahrscheinlich den Wechsel geben. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Hat sich da vor einer Minute ungefähr schon mal an die Wade gegriffen. Und zwar an beide. Also sieht mir dann doch stark nach Krampf aus. Jorginho Rütter. 9 Einsätze im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison. Könnte in diesem Jahr mehr werden. Denn auch er hat eine richtig ordentliche Vorbereitung gespielt. Heute an 2 Toren beteiligt gewesen. Durch 2 klasse Bälle. Einmal mit der Hacke, einmal in den Lauf. Richtig gute Partie abgeliefert. Und für ihn kommt jetzt Fisnik Aslani. Bei Union Berlin ausgebildet worden. Ganz junger Kerl. Sehr stark war er in der A-Junioren Bundesliga Nord-Nordost regelmäßig unter den Top-Torschützen und sucht jetzt seine Chance hier bei der TSG. Bin mal gespannt, wo er sich noch hinentwickeln wird. Wie gesagt, Jorginho Rütter, gutes Spiel abgeliefert, absolute Bewerbung abgegeben, nochmal bei Sebastian Hoeneß. Mehr als 9-mal eingesetzt zu werden. Er hat ja übrigens gegen, also für Stade Rennes gespielt, nicht für Stade Rennes, sondern für Stade Rennes in der Champions League, bevor er dann hier zu Hoffenheim gekommen ist. So, aber der ist jetzt raus und deswegen kümmern wir uns um die Spieler, die spielen. Für die letzten gut 7 Minuten. Auf der Uhr noch verblieben sind. Klasse Aktion da von Wout Faas. Nochmal überraschend. Aber sie kommen hier nicht zu einem geordneten Abschluss. Die Gäste. Also was die TSG hier in der Vorbereitung gezeigt hat. Schauen wir erstmal ganz kurz auf diesen Wechsel hier, bevor wir das Ganze hier zusammenfassen. Mijat Gacinovic geht runter vom Feld. Ah, wird gleich ein Dreierwechsel. Ugarte geht runter auf jeden Fall. Gacinovic. Nun Akpoguma. Wird dafür kommen Gabriel Haider, Marco John und Tom Bischoff. Noch für die letzten Minuten aufs Feld. Damit hat jetzt
Sebastian Hoeneß auch wirklich alle Spieler eingesetzt, die er heute im Kader hatte. Nochmal ein paar Minuten für die jungen Spieler in der Vorbereitung. Und das natürlich bei der offiziellen Saisoneröffnung eine tolle Sache. Ja, die Vorbereitung lief planmäßig bei der TSG. Nicht ganz einfach, weil viele EM-Fahrer, weil viele Langzeitverletzte, weil viele auch im Trainingslager sich dann nochmal verletzt haben. Zum Beispiel Nordfall, zum Beispiel Belfodil, zum Beispiel Staphylidis. Und wenn man diese, ja, wie soll ich sagen, diese Bausteine alle zusammenbaut, dann war das für diese Verhältnisse eine runde Vorbereitung. Man hat einen ganz, ganz starken Fortschritt gesehen vom Spiel, vom ersten Testspiel gegen den ersten FC Heidenheim bis zum heutigen Testspiel gegen Stade Rennes. Sehr viel klarer die Spielidee, die Kombinationen flüssiger, das Auge für die Mitspieler besser, die Bälle präziser. Also wirklich in jeder kleinsten Facette sieht man deutliche Fortschritte bei der TSG. Und damit dürfen sie wirklich gespannt sein, wie es in der nächsten Saison, an der anstehenden Saison laufen wird. Könnte wirklich Spaß machen, diese Mannschaft. Denn der große Vorteil ist natürlich, dass sich fast alle Spieler schon aus der Vorsaison kennen, dass der Trainer derselbe ist und dass dann da auf alte Bewegungsmuster, auf alte Erkennungsmuster auch zurückgegriffen werden kann und damit erfolgreich Fußball gespielt werden kann. Einer ist neu, das ist Angelo Stiller. Der macht großen Spaß, auch hier gerade nochmal am Ball gewesen. Der bringt nochmal einen richtigen Hauch Kreativität mit rein. Auch Härte im Zweikampf defensiv, also der gibt der Mannschaft nochmal eine neue Nuance. Kramaric haben wir gesehen, der hat richtig Bock auf die neue Saison. Der sprüht in diesem Testspiel vor Tatendrang. Oliver Baumann, der erste der Langzeitverletzten, ist zurück. Hat heute über 60 Minuten gespielt oder knapp 60 Minuten gespielt. Der wird also höchstwahrscheinlich in 9 Tagen zum ersten Pflichtspiel dann bei Viktoria Köln im DFB-Pokal auch wieder fit sein. Und dann vielleicht auch über 90 Minuten gehen können. Zu dem Spiel bei den anderen beiden Langzeitverletzten noch die Fragezeichen dran, ob es dann da bald weitergeht oder nicht. Ermin Bicacic, Benny Hübner wären auf jeden Fall wichtig, um nochmal die defensive Stabilität zu erhöhen. Aber die war heute schon richtig gut. Das können wir so zusammenfassen. Für Stade Rennes wird es, glaube ich, noch ein relativ weiter Weg, bis sie sich dann in die Ligue 1 eingehen. Aber da muss mehr kommen als heute in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte war etwas besser von den Franzosen, aber insgesamt doch etwas zu wenig, um in einer kompetitiven Liga gut mithalten zu können. Und da sicher den Abstieg zu vermeiden. Für die TSG gibt es kein offizielles Saisonziel. Besser als vergangene Saison soll es werden. Das hat auch Alexander Rosen nochmal betont, wir sind besser als Platz 11 und davon bin ich auch überzeugt, nach dem, was ich jetzt in der Vorbereitung gesehen habe. Ob sie es dann schlussendlich auch so umsetzen, das wird die große Frage sein. Aber die Voraussetzungen, die Basis, das Können, das Talent, die Qualität, die können wir auf jeden Fall genauso unterschreiben, dass das besser ist als Platz 11 in der Liga. Das war die letzte Aktion des Spieles. Damit ist auch hier an die offizielle Saisoneröffnung der TSG Hoffenheim ein Haken dran. 3:1 heißt es am Schluss.